Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. War ja klar. So ganz besiegt war das Böse am Ende von Diablo 2 nicht. Und jetzt, rund 12 Jahre nach der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels von Blizzard, ist mit Diablo 3 endlich der Nachfolger da. Spieler sind erneut in der Fantasiewelt Sanctuario unterwegs, in der unheimliche Dinge geschehen. Ein mysteriöser Himmelskörper ist ganz in der Nähe der Stadt Neutristram eingeschlagen. Klar, dass es sich dabei nicht um eine schnöde Sternschnuppe handelt, sondern erneut das Böse dahinter steckt. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Die Handlung ist ausgefeilter als die des Vorgängers und wird durchaus interessant erzählt. In wegklickbaren Dialogen, aber auch in ein paar schön gemachten Zwischensequenzen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Wer mag, kann sich auch ganz aufs Monstertöten konzentrieren und die Story ignorieren, ohne auf Probleme zu stoßen. Der Spieler entscheidet sich zum Start des Abenteuers für eine männliche oder weibliche Rolle der 5 Klassen: Barbar, Zauberer, Mönch, Dämonenjäger und Hexendoktor. Anfangs zieht er als erbärmlicher Heldenanfänger in die Schlacht, später ist er als strahlender Held in glänzenden Rüstungen oder Roben unterwegs. Die Gestaltung der Klassen ist eines der Highlights von Diablo 3. Die Klassen spielen sich sehr unterschiedlich. Trotzdem macht es mit jeder auf eine ganz eigene Art Spaß, sich der Höllenbrut zu stellen. Allerdings, es gibt spürbar weniger Möglichkeiten, seinen Helden nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Einen echten Fähigkeitenbaum gibt es nicht. Stattdessen schaltet der Spieler die Skills strikt nach den Vorgaben von Blizzard frei. Nur bei einigen passiven Fähigkeiten und der Auswahl von Runen, sie verstärken die Skills auf unterschiedliche Art und Weise, darf der Spieler selbst entscheiden. Dass hier die Wahl eingeschränkt ist, wird nicht wirklich durch die Möglichkeiten bei der Waffen- und Rüstungsauswahl kompensiert. Ein kleiner Dolch mit Blitzschaden etwa unterscheidet sich erstaunlich wenig von einer riesigen Axt mit Feuerschaden. Die Umgebungen von Diablo 3 wirken deutlich vielfältiger als in den Vorgängern. Es geht von vergleichsweise idyllischen grünen Wiesen in düstere Höhlen oder höllisch leuchtende Verliese. Auf den ersten Blick sieht die Grafik nicht zeitgemäß aus. Nach und nach offenbart sie im Zusammenspiel der Animationen von Licht und Schatten aber doch ein paar sehr schicke Effekte. Bei der Gegnerschar hat sich gegenüber dem Vorgänger nicht viel getan. Der Spieler legt sich mit Heerscharen von Dämonen, Geistern und Untoten an und was die Hölle noch so im Angebot hat. Taktik oder KI spielen nur selten eine Rolle. In Diablo 3 geht's eher um das Motto immer feste drauf. Der Schwierigkeitsgrad ist anfangs noch sehr niedrig, zieht dann aber schon in der ersten Stufe normal, zwar langsam, aber spürbar an. Und wer das Ganze dann nochmal in den höheren Stufen wagt, bekommt eine echte Herausforderung. Es ist relativ einfach, Diablo 3 etwa wegen der eingeschränkten Fähigkeitenbäume, des nicht gerade abwechslungsreichen Gameplays oder der nur gerade noch so guten Grafik zu kritisieren. Aber im Grunde ist das alles nicht so wichtig. Denn Blizzards jüngstes Werk macht genauso viel Spaß wie der Vorgänger. Selbst wer glaubt, durch World of Warcraft abgehärtet zu sein, geht leicht in die Falle der nur noch 5 Minuten, die dann doch wieder ein paar Stündchen dauern.